Hey Leute, neues Projekt, Harvest Moon, Super Nintendo. Muss ich noch viel sagen? Nein. Ich würde sagen, wir fangen an, denn ich habe hinterher eh viel zu viel Zeit, um alles zu erklären. Viel zu viel Zeit, wirklich. Ja, es könnte... Ihr werdet sehen. Vielleicht kennt ihr es. Gehst du zurück zur Farm? Ja, nein, vielleicht. So, bis zur Farm ist es etwa... Wie lange geht es da? Ich sag mal so... Ja... Wenn es hochkommt, sind es 10 Meter... Bis zur Farm, da muss man schon mal den LKW nehmen, ja. Das kann man nicht so einfach laufen. Und das ist die Ellen. Die ist besonders tierlieb und die ist auch ziemlich leicht ins Bett zu bekommen. Okay, das war meine Portion heute für dich. Eva hat natürlich auch ein Tagebuch und wir wollen die natürlich verführen, ins Bett kriegen, heiraten, Kinder kriegen und loswerden und die fette Rente kassieren. Nee, Spaß. Nee, ja, es ist halt so. Mich verfolgt die Gießkanne. Ich bin immer so heilfroh, wenn ich die los bin. Und den Sprinkler habe. Ich meine, guckt euch heutzutage mal an, wie Bauern das machen auf dem Feld. Glaubt ihr, die stehen da mit einer Gießkanne und laufen jedes Mal 5 Kilometer bis zum letzten Teich, um die Gießkanne wieder aufzufüllen, um mal einen Quadratmeter da abzudecken? Könnt ihr mal knicken. Und wegen einem Feld muss ich jetzt wieder durch die ganze Stadt laufen und mir Wasser holen, ja? In den Nachbarort muss ich gehen und mir Wasser holen. Das ist nicht so toll. Aber fürs schnelle Geld sind sie gut. Hey, Moment mal. Oh, fuck you. Die sind auch schon fertig gewesen. Oh, Mann, wie dumm bin ich eigentlich? Och, Scheißdreck. Ich hab die gegossen. Oh, Mann. Weintrauben. Ist doch echt zum Heulen mit den Weintrauben. Da liegen sie rum. Und weinen vor sich hin. Ich werde euch trösten. Ich bringe euch zu Eva. Da dürft ihr euch an die sanften Lippen schmiegen. Ja, da wird euch nicht mehr zu heulen zumute. Nein, da erstickt ihr vor Glück. Ja, wenn diese Lippen euch... Aber dann werdet ihr zerfleischt und gegessen und von Magensäure zersetzt. Also freut euch schon mal drauf. Wein, Trauben. Kein Wasser mehr. Dun, 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 dun. Das könnte man alles ein bisschen dramatischer rüberbringen. Kein Wasser mehr. Ich möchte sie nicht essen. Ich möchte die Trauben lieber verschenken. Als ob sich die Weiber damit zufrieden geben würden im Real Life. Stell dir vor, du gehst irgendwo hin. Zu einer Tussi. Hier, Weintrauben. Lust zu heiraten, Kinder kriegen? Da sagt sie nicht. Oh, das ist aber aufmerksam von dir. Ach, wie nett. Nein. Lass du was im Hintern stecken. Strage Weintrauben. 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 Strage Weintrauben. Oh yeah, come on. Da 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 da. Was kann ich euch erzählen, während ich hier die Weintrauben bringe? Manchmal singe ich so, dass man schon sei ich ein kleines Kind. Ja, alarmiert dich. Ist klar. So einen Job hätte ich auch gern. Irgendwo bei einer Familie unterkommen, die einen verfüttert, die einen voll frisst und Unterhalt gebietet. Nur wenn man sagt, hey, guck mal, dein Zaun ist kaputt. Wenn der Zaun kaputt ist. Diese Tanzen. Ja. Drehen sich im Kreis. Yay. I like the move it, move it. Er hätte so Techno-Musik dazu gepasst. Vor allen Dingen, wie er Blumen trägt. Wenn ihr mal wieder eurer Freundin Blumen bringt, tragt die bitte so zu ihr. Überm Kopf. Stell ich mir ziemlich blöd vor. Nimm. Friss oder stirb. Tanken. Bomben. Nein, hier gibt es keine Bomben. Die Zeit ist knapp. Und dann noch Blumen für die Angebetete. Es könnte... Es klappt jetzt aber noch. Jetzt ist es noch hell genug. Da, da, da. Nein! Oh nein! Hey, nimm doch den Fi... Und wie ich den drücken werde. Und? Los. Jetzt.
Komm schon. Gute Nacht. Hallo. Anwesend. Brötchen. Frikadellen. McNuggets. Ach, Kinders. McNuggets. McNuggets. Tasty Bacon. Tasty Bacon? Cheeseburger. Big Mac. Big Mac. Veggie Burger? Okay. Hamburger. Curly Fries. Leck mich am Arsch. Und, oh, sie sind zu fünft. Okay, jetzt waren sie das letzte Mal auch schon, glaube ich. Okay, steht mir bitte nicht im Weg rum. Meine getreuen Eierleger. Wie ist es eigentlich? Wo ist eigentlich der Hahn dafür? Ich meine, also so einfach kommen die nicht an Eier dran. Dann muss schon regelmäßig in der Nacht so ein Hahn vorbeikommen und, naja, seinen Spaß haben. Deswegen wirken die auch so erschöpft. Guck das mal an. Die eine kann gar nicht mehr. Zwei können gar nicht mehr. Naja, eigentlich will ich jetzt nichts anpflanzen mehr. Weiß nicht. Bist du noch zu retten? Ich bin noch nicht fertig. Na egal. Die gehen nicht kaputt über Nacht. Ich krieg den Anfall des Jahrhunderts, wisst ihr das? Klar, ich habe die Tür mit Brettern vernagelt, um mich vor dem Wirbelsturm zu schützen. Es ist ein Sturm, der verwüstet alles. Und mit alles meine ich alles. Da können wir nichts machen, wir müssen wieder ins Bett. Einen ganzen Tag verschlafen. Oh nein, es tut mir so weh. Wegen der Ernte. Boah, jetzt könnt ihr euch mal was angucken, hey. Der Sturm hat alles zerstört. Nein! Hardcore. 7 Herzen, Alter. Wir sind der Maker, Alter. Am Samstag habe ich dich im Sack, hey. Dann kann ich die ganze Nacht... okay, lassen wir das. Das wäre... der Horror. Samstag. Nein. Moment mal. Ganz locker. Bleiben jetzt ruhig. Wir gehen jetzt zu Eva. Das geht nicht. Es kann nicht klappen, Leute. Ach, damit geht das ganze Spiel, wird das ganze Spiel schlechter, hey. Was für ein scheiß Zufall. Oh, ey, der wollte mich doch verarschen jetzt. Habt ihr das gesehen? Verschwinde bloß. Habt ihr das gesehen, hey? Du kommst nicht vorbei, nein, du kommst nicht vorbei. Nein, niemals. 4. Ich lasse extra mal Abstand dazwischen, damit sich's besser abzählen lässt. Danke, weil ihr mir im Weg rumsteht, habt ihr euer eigenes Futter versaut. Idioten. Es ist soweit. Lass uns heiraten. Ist es nicht ein Zufall, dass wir uns hier treffen? Nicht unbedingt. Ja. Hallo? Was soll's? Ich sage, okay! Das ist der große Tag. Ich habe Eva geheiratet. Ob das mal nicht der größte Fehler meines Lebens war? Sonnabend, 2. Herbst. Heute haben wir geheiratet. Om nom nom nom. Na du, alles klar? Guten Morgen, Schatz. Sei von nun an glücklich. Warum so schüchtern, Mann? Komm her. Komm mit. Komm her.
Seid froh, dass der Bildschirm schwarz wird. Om nom nom nom. Kching. Und jetzt geht... Om nom nom. Genug getan. Mittag. Hallo? Umrühren. Die wachsen eh wie bescheuert. Also, ruckzuck ist ein Ei da, ruckzuck ist ausgebrütet, ruckzuck ist ein Küken da und ruckzuck ist das Küken herangewachsen und wieder 500 Geld wert. Rudi, mach dich doch mal nützlich. Komm, geh mal hier hin. Läuft wieder zurück wahrscheinlich. Ne, der läuft eh da lang, wo er hin will. Ach, wenn die im echten Leben doch auch so viel wert wären, würdest du den ganzen Tag angeln. Also, Angelrute reinstecken und nebenbei mit Laptop Let's Plays machen. Das mache ich übrigens gerade, ja. Ich liege irgendwo am See, hier im Schnee. Wollen wir, dass es schneit, Hundi? Nee, Rudi. 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 Bisschen pervers sieht's aus. Das ist immer noch schlechtes Wetter. Tut mir leid, dass du frieren musst, George. George der Dritte. Oder George der 24. Je nachdem. Jetzt macht das Huhn schon an mein Haus rum, hey. Dem ist langweilig oder kalt. Und? Ich selbst hier bin auch kurzärmelig, wie ihr seht. Nein. Nicht ins Warme. Nicht genug Wärme für alle da. Geh frieren. Zuerst mal... Ja, bitte, geh da weg. Du sollst ja... So, zur Strafe kommst du mit. Lasst mich doch mal dahin. Deswegen hasse ich euch so. Geh da weg. Aha. Geh weg. Andere Richtung. Nach links. Es geht schon. Geh nach links. Jetzt aber. Meine Herren, du. Schwer erziehbar. Du bleibst gefälligst still. Weil sonst kriegst du Ärger mit mir. Du kriegst Ärger. Du kriegst nichts zu fressen. Okay, ich gebe dir nie was zu fressen. Aber du hast eben bewirkt, dass sich daran nichts ändern wird. In der Not frisst der Teufel fliegen. Rudi, 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 die. Was ist denn jetzt los? Möge diese arme Kuh in Frieden ruhen. Was ist los? Oh nee, meine Kuh. Du Versager. Drei Ausrufezeichen. Ich habe dir gesagt, dass man Kühe gut pflegen muss. Wenn deine Kühe krank werden, musst du ihnen Medizin geben. Das wusste ich doch nicht, dass die krank ist. Boah, es tut mir schon leid, irgendwie. Aber seit wann werden denn Kühe beerdigt? Ich konnte allerdings nicht Steine legen auf dem Pfad hier. Fail. Okay, jetzt werde ich George immer in Erinnerung behalten und immer live verfolgen können. Das war's. Wir setzen uns hin und gucken dem ein bisschen zu. Leute, das war mein Let's Play zu Harvest Moon und auch mit drei Bonus-Parts und danke fürs Ansehen und ja, have a good time und sperrt eure Hühner nicht so ein. Tschüss mit Öss!